nächste Referent ist unter Millionen berühmt geworden, ist ständig irgendwo unterwegs und trotzdem nimmt er sich Zeit, hier bei der 18. AZK zu sprechen. Ich würde sagen, in einer wirklichen Fachkompetenz hat er sich das Thema erwählt, das Zeitalter der Biowaffen hat begonnen. Wie können wir uns schützen? Begrüßt mit mir herzhaft einen weiteren Helden der Stunde, Heiko Schöning. Wir hören seinen Lebenslauf. Herzlich willkommen, Heiko Schöning. Wir sind geehrt, dass Sie da sind. Danke. Heiko Schöning. Heiko Schöning ist Autor des Buches Game Over, COVID-19, Anthrax 01. Er hat eine abgeschlossene Offiziersausbildung. Danach studiert Schöning Medizin an der Charité Berlin in England und Australien. Schöning war Chefmediziner eines Biotech-Unternehmens in der Immunologie. Er bekam viele Innovationspreise und führte ein Universitätszentrum für Medizintechnik. Zudem war er Chef eines pharmazeutischen Auftragsforschungsinstituts CAO. Geprägt seit der Jugend hat ihn Rudern als Hochleistungssport. 2020 wurde Schöning deutscher Vizemeister der über 50-Jährigen im Indoor-Rowing. Der mehrfache Marathon-Finisher ist verheiratet und hat 2 Kinder. Als praktizierender Arzt therapierte er bis 2019 in einer Suchtklinik Bundesabgeordnete, hohe Beamte und Medienschaffende. Im September 2019 hatte Schöning die Öffentlichkeit gewarnt, dass Verbrecher eine gefälschte Pandemie für das Jahr 2020 planen. Er nannte Namen und Strukturen. Genauso ist es eingetreten. Den genannten Verbrechern hat Schöning ihre Beteiligung an der Vertuschung der Anthrax-Biowaffenanschläge von 2001 detailliert nachgewiesen. Wegen der medialen Zensur der wichtigen Verbrechensaufklärung gründete Heiko Schöning mit anderen die Ärzte für Aufklärung, Médicos por la Verdad, und wurde zum Vizepräsidenten der World Doctors Alliance gewählt. Heiko Schöning war Hauptsprecher auf den Großdemonstrationen in Berlin und London. Am Speaker Corner wurde Schöning von der Redebank in britische Isolationshaft verschleppt. Durch die unrechtmäßige Verschleppung am 26. September 2020 endete die jahrhundertealte Tradition der freien Rede an diesem weltbekannten Ort. In seinem wichtigen Buch Game Over und im Kinodokumentarfilm The Big Reset Movie von 2022 erläutert Heiko Schöning mit Nobelpreisträger Luc Montagnier und anderen die Hintergründe der Corona-Pandemie. Heiko Schöning referiert heute über das Thema »Das Zeitalter der Biowaffen hat begonnen. Wie können wir uns schützen?« Ganz herzlichen Dank. Das ist ein bisschen Premiere. Normalerweise halte ich die Einführung immer ganz schlicht. Heiko Schöning, Arzt ohne Titel aus Hamburg. Dieser Event wird jetzt in 38 Länder gleichzeitig live gesendet und in 12 Sprachen live übersetzt. Ich danke herzlich für diese gute Organisation, denn die Inhalte sind wichtig, nicht meine Person und auch nicht die Events, aber die Inhalte sind wichtig. Und deshalb gehe ich gleich halt medias in res, gleich zum ersten Slide, dass man schaut, was haben wir eigentlich hier? Ich habe gelernt, ja, oft werde ich geblockt, dass man die wichtigsten Sachen first things first zuerst sagt. Und kennen Sie den Verbrecher Michael A. McManus, Michael A. McManus? Der war zuvor in Heroin und Waffenhandel verstrickt. Ja? Und er ist heute Direktor von Novavax. Das ist ein Impfstoffproduzent für Covid-19 für viele Marken. So einfach, so klar. Michael A. McManus, zuvor Heroin, Drogenhandel und jetzt Direktor der Covid-Impfstofffirma Novavax. Gibt uns das nicht zu denken? Wo sind die Beweise? Und ich kann auch natürlich verstehen, dass viele, auch gerade Akademiker und andere, sagen, ja, ich höre halt viele Anschuldigungen und viele Behauptungen, aber bitte, wo sind denn die Beweise? Und genau darauf möchte ich mich heute konzentrieren. Dazu. Ich möchte Sie durchführen in das Netzwerk und ich möchte Ihnen auch gleich zu Anfang zu
diesem Zitat auch Beweise auch nennen. Denn das ist wichtig. Und wenn wir dort einmal zurückgehen, dann sehen wir hier auf dem Foto Michael McManus, der die Hand schüttelt mit dem US-Präsidenten Ronald Reagan. Auch heute ist schon gesprochen worden vom organisierten Verbrechen von der Mafia. Auch meine Vorrednerin, die Rechtsanwältin Beate Barner, hat heute gesprochen. Ich war mit meinem Kollegen, dem Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse, kürzlich auch in der Schweiz. Wir haben zusammen halt auf Demonstrationen gesprochen. Wo sind denn jetzt eigentlich die Beweise dazu? Und der US-Präsident Ronald Reagan wurde durch die Mafia ins Amt gehoben. Und was ist die Quelle? Ganz offiziell das erste deutsche Fernsehen. Wichtig ist, die Beweise sind in einem Buch zusammengefasst. Game Over, Anthrax 01, Covid-19. Ich lese daraus vor. Das organisierte Verbrechen hat immer wieder Staatsdiener bestochen, mit allen Mitteln in Spitzenpositionen hochgestellt und den Auszubeutenden vor die Nase gesetzt. Das Muster ist weder neu noch unbekannt. Nur das globale Ausmaß des organisierten Verbrechens ist für viele Bürger psychologisch so bedrohlich, dass sie sich dadurch schützen, nicht konsequent weiterzudenken. Zitat: Ronald Reagans Wahlsieg war kein Zufall, sondern das Werk groß angelegter Manipulation durch das organisierte Verbrechen. Dieser Satz hat große Tragweite. Er stammt aus dem Programmtext des ersten deutschen Fernsehens, der ARD, Mainstream. Die ARD veröffentlichte 28 Jahre nach Eroberung des Weißen Hauses durch die Reagan-Mafia die Bewerkstelligung durch das organisierte Verbrechen. Nochmal, Ronald Reagans Wahlsieg war kein Zufall, sondern das Werk groß angelegter Manipulation durch das organisierte Verbrechen, schreibt die ARD 2018 zur ausgestrahlten Arte-Dokumentation mit dem Titel Ronald Reagan, ein maßgeschneiderter Präsident, Frankreich 2015. Weiter hört der brave Bundesbürger in der Dokumentation des deutsch-französischen Staatssenders Arte und liest im ARD-Programmtext, Zitat: Wie kam es, dass ein zweitklassiger Schauspieler mit Hilfe der Mafia Einzug ins Weiße Haus halten konnte? Wer sind die Männer, die ihm dabei geholfen haben? Und wer war Ronald Reagan wirklich? Die Dokumentation beantwortet die Fragen und offenbart die Strippenzieher und Hintermänner, die Reagan in die höchsten Sphären der Macht putschten. Michael McManus arbeitete mit Ronald Reagan zusammen im Weißen Haus. Nochmal, Heroin, Waffenhandel zuvor und jetzt Direktor der Impfstofffirma für Covid-19, Corona, SARS-CoV-2. Wir gehen zum nächsten. Alles ist auch festgehalten in dem Buch. Denn wer sind die Kriminellen und wie waren sie tätig? Ich habe jahrelang an diesem Buch gearbeitet und es hat nicht nur 450 Seiten mit Text und auch noch zwei DVDs mit Interviews von Medizinprofessoren und anderen, so dass sie sich das auch visuell vorstellen können, sondern es hat auch viele Infografiken. So wie wir das ja aus Religion auch kennen, dass ein Buch wichtig ist, dass man eine gemeinsame Grundlage hat, so gibt es jetzt auch ein Buch, wo ganz vieles zusammengefasst ist. Die konkreten, klaren Beweise, so wie ich auch eben gerade das erste deutsche Fernsehen zitierte, ja, und aber auch die übergeordneten Strukturen. Wer gehört eigentlich mit wem zusammen? Und ich bin Arzt, ich werde Ihnen heute nicht viel über Medizinisches sagen, sondern über die Personen, die dahinter sind, die kriminellen Täter. Denn die Täter machen immer wieder neue Verbrechen. Und anstatt halt diese ganzen Details des Verbrechens nachzuvollziehen, sollten wir uns auch auf die Menschen konzentrieren. Und so kommen wir zum nächsten. Ich werde Sie heute durchführen durch dieses Netzwerk von Personen. Diese Grafiken sind in dem Buch auch abgedruckt. Und ich hatte gerade eben zwei Personen erwähnt. Ronald Reagan, US-Präsident, und Michael A. McManus, ja, Direktor der Impfstofffirma für Covid
Novavax. So. Dieses ist klar verständlich und auch jetzt, denke ich, für viele Menschen auch nachvollziehbar, die jetzt in 12 Sprachen, 38 Ländern auch zuschauen, weil man das besser versteht. Ja? Das Buch hat einen systematischen Aufbau und es sind 4 grafische Elemente dort eingefügt. Denn wir brauchen eine gemeinsame Grundlage für unser Vorgehen, dass wir diese Beweise auch nachvollziehen können, dass wir verstehen, worum es geht. Und ich stehe hier für Aufklärung. Wir haben zum einen Personen in Kartenform, rechteckig, rund, Institutionen wie Unternehmen und würfelförmig, quadratisch, Aktionen, Vorgänge. Und diese 3 Elemente werden auf einem Netzwerk, so wie ein Mühlebrett, hin und her geschoben, dass man die Beziehung versteht. Das kann eine internationale Bildsprache sein, so dass wir die besten Beweise besser austauschen können. Das ist wichtig. Es ist eine visuelle Hilfe, dass diese Personen mit den kriminellen Handlungen im rechteckigen Kartenformat erscheinen, die Institutionen im runden Format aufgeführt werden, die Vorgänge im quadratischen Würfelformat und die Zusammenhänge in diesen netzartigen Mühleformaten dargestellt werden. Sie sehen, Systematik, ja, Sie ahnen, aus welchem Land ich stamme. Ich bin wahrscheinlich der Hanseat. Systematische Hilfe. Allen Personen, Institutionen und Vorgängen wird eine Zahl bzw. ein Buchstabe und ein Symbol zugeordnet. So wie hier Kreuz 7 oder Pik Dame. Ja? Dort haben Sie Personen wie Friedrich Merz, auch sozusagen einen Spitznamen für ihn, The Black Rock. Denn er war deutscher Chef von dem größten Vermögensverwalter der Welt, BlackRock. Und Klaus Schwab. Ja, ein pedantischer Organisator vom World Economic Forum. Und auch die CIA, der US-Geheimdienst, Central Intelligence Agency, ist bekannt und hat dort eine eigene Nummer, sodass wir eindeutig, auch international, wissen, von wem sprechen wir jetzt. Ja? So ist das Buch auch aufgebaut in einer Systematik, dass wir wirklich sehen können, wie können wir da zusammenarbeiten. Und das ist etwas, was ich heute auch hauptsächlich auch mit herüberbringen möchte, dass wir ein offenes Netzwerk auch kreieren, dass wir nicht nur den Bundesnachrichtendienst haben, sondern dass wir selber halt einen freien Bürgernachrichtendienst kreieren, ein FBND, auf Englisch Free Citizens Intelligence Agency, FCIA. Ja? Und viele haben ihre Kompetenz auch eingebracht über die ganzen Jahre. Aber wir machen es zu wenig systematisch. Wir machen es zu wenig klar. Wir verzetteln uns auch zu anderen Verbrechen, die geschehen sind. Und ich möchte dabei nur kurz erwähnen, ja, große Verbrechen passieren, so wie Kriege und Kriegslügen. Erinnern Sie sich an den Vietnamkrieg? Über 3 Millionen Tote, das verbrannte vietnamesische Mädchen, erinnern Sie sich daran? Das war mit einer Kriegslüge eingeführt. Der US-Präsident stellt sich ins Fernsehen und sagt, wir sind angegriffen worden, Gulf of Tonkin, ja, aber es war eine Lüge. Und erinnern Sie sich, Irakkrieg, der erste Golfkrieg, die Brutkastenlüge, ja, und vieles andere mehr. So, die Frage ist ja auch vielleicht, wie kommt ein Arzt dazu, zu diesen Sachen? Und ich selber habe auf 3 Kontinenten gearbeitet. Ich habe an der Charité Berlin studiert, auch in England und Australien. Und ich habe auf 3 Kontinenten Menschen auch behandelt, die sich versucht haben, das Leben zu nehmen mit dem Schmerzmittel Paracetamol. Und eine solche Person ist hiermit aufgeführt. Das ist Dr. Bruce Ivans. Eine Person, die so bekannt sein sollte wie Osama bin Laden, aber kaum jemand kennt ihn. Ich werde da etwas eingehen. Und er sollte sich eigentlich halt mit Paracetamol halt umgebracht haben. Und ich habe es nachgewiesen, dass das nicht wahr ist. Ich habe auch in dem Buch die wissenschaftlichen Beweise auch dort gelegt. Ich werde Sie heute nicht damit langweilen, aber auch dort sind die wissenschaftlichen Artikel, Beweise auch da.
Wer war Dr. Bruce Ivins? Es geht um einen weltverändernden Anschlag im Herbst 2001. Ameritracks heißt die Untersuchung des FBIs. Eine Biowaffe wurde erstmals in den USA eingesetzt mit tödlichen Anthrax-Bakterien. Ich werde es noch weiter erläutern. Und wenn wir ein Verbrechen haben, dann haben wir grundsätzlich vier Möglichkeiten. Entweder ist es ein ausländischer Anschlag oder ein inländischer Anschlag. Entweder ist es eine Tätergruppe oder ist es ein Einzeltäter. Diese vier Möglichkeiten. Und genauso hat es sich verhalten, dass als dieser Anschlag dann zum ersten Mal rauskam, 2001, dass man eine Tätergruppe aus dem Ausland vermutet hatte. Das war der Irak. Dann merkte man, oh, das Material in dem Anschlag, das kam ja aus dem Inland, aus der USA selber, also ist es ein inländischer Anschlag. Und so wurde dann halt 7 Jahre lang ein Einzeltäter gesucht, keine Tätergruppe mehr. Und man kam letztendlich auf Dr. Bruce Ivins. Ich werde die Geschichte noch etwas genauer halt erläutern. Wer war Dr. Bruce Ivins? Dr. Bruce Ivins war ein gemäßigter Christ, Katholik, ein ehemaliger Protestant, ein Wissenschaftler. Er hat bei der Impfstofffirma Emergent Biosolutions gearbeitet und auch bei der US-Armee bei USAMRIID. 2 Patente auf Anthrax-Impfstoffe und 44 wissenschaftliche Publikationen. Verheiratet, 2 Kinder, Kirchenorgelspieler. So, und der ist jetzt offiziell der Einzelterrorist von Anthrax. Und genau das habe ich untersucht, forensisch, wie ein Kriminalkommissar. Und ich kann Ihnen sagen, die Sterberate, so wie bei Bruce Ivins, hat wissenschaftlich etwa praktisch 0% in seinem Fall. Das heißt, dieser Selbstmord war kein Selbstmord und viele andere Beweise sind mit dabei. Man muss sich das vorstellen, das war die größte und teuerste Untersuchung des amerikanischen Kriminalamtes, des FBIs. Und man hat sich dann bei seinem Tod die Autopsie gespart, die Leichenschau. Der Leichnam wurde ganz schnell verbrannt. Ja, mit Genehmigung des FBIs. Sogar eine Feuerbestattung, was etwas unüblich ist für Katholiken. Und man hätte ihn auch noch retten können, ja, indem man ihn in ein Universitätskrankenhaus verlegt hätte, um eine Lebertransplantation zu machen. Denn Paracetamol geht nicht halt sofort aufs Gehirn, sondern auf die Leber. Normalerweise dauert es 5 Tage, ja, ist aber in 2 Tagen gestorben und war nie bei Bewusstsein. Und alle Mediziner wissen jetzt, Moment mal, das klingt ja völlig unwahrscheinlich. Und diesen Fall habe ich weiter untersucht. Aber die meisten wissen gar nicht, Anthrax-Anschläge 2001, wie war das? Und da gehen wir jetzt mal mit Bildern und einem Film hinein. Die Anthrax-Anschläge unter falscher Flagge. Im Herbst 2001 hatten mehrere weltverändernde Ereignisse unter falscher Flagge stattgefunden. Obwohl heute weitgehend vergessen, haben die Anthrax-Anschläge einen tiefgreifenden Einfluss auf unser Leben. Anthrax 01 schuf die Voraussetzung für das heutige Narrativ der Biosicherheit, Biosecurity. In der Woche vor dem 11. September 2001 erreichte per Post der erste Anthrax-Terrorbrief einen Medienverlag in Florida. Eine Woche nach 9/11 wurden nach Washington 2 weitere Terrorbriefe mit tödlichen Anthrax-Bakterien an 2 US-Senatoren verschickt. Die Senatoren Tom Daschle und Patrick Leahy hatten zuvor Bedenken gegen ein unheimlich ermächtigendes Gesetz angemeldet. Dieses sogenannte Patriotengesetz versuchte die Bush-Regierung im Eilverfahren durchs Parlament zu peitschen. 5 Tote gab es durch diese Terrorbriefe. Die verseuchten Briefe führten zur Schließung des US-Parlaments und zur Notverabschiedung des Patriot Acts, so ähnlich wie der Reichstagsbrand in Deutschland 1933. Die Abgeordneten hatten keine Gelegenheit, das umfangreiche Gesetz zu lesen. In den chaotischen Tagen nach dem Biowaffenangriff begann Brian Ross vom Fernsehsender ABC Propaganda aus 3 Regierungsquellen zu berichten. Ross von ABC verbreitete die Falschmeldung, dass das Anschlagsmaterial Spuren von Bentonit enthalten würde.
Bentonit als beunruhigender chemischer Zusatzstoff und Markenzeichen des biologischen Waffenprogramms des irakischen Führers Saddam Hussein wurde so bezeichnet. Das US-Regime wollte deshalb schon gleich 2001 den Irak angreifen. Brian Ross sagte selbst: Peter, von drei gut platzierten, aber unterschiedlichen Quellen hat ABC News heute Abend erfahren, dass erste Tests des Antrags an Senator Daschle geschickt wurde, einen verräterischen chemischen Zusatzstoff enthalten. Der Name der wird dem Waffenexperten viel sagen. Es ist Bentonit. Es ist möglich, dass auch andere Länder ihn verwendeten, aber es ist ein Markenzeichen von Saddam Husseins Biowaffenprogramm. Das stellte sich natürlich als Lüge heraus. Wie später offiziell bestätigt wurde, stammte das Anschlagsmaterial in den Briefen tatsächlich vom Ames-Stamm. Diese Art von Anthrax-Bakterien stammte aus der amerikanischen Stadt Ames. Der Bakterienstamm wurde wegen seiner Tödlichkeit von US-Armeelaboren weiter gezüchtet und befreundeten Firmen weitergegeben. Im Winter 2001 stellte sich heraus, dass genau diese Anthrax-Bakterien aus den eigenen Biowaffenlaboren und nicht aus dem irakischen Waffenprogramm stammte. Die Berichterstattung in den Mainstream-Medien nahm daraufhin drastisch ab. Das US-Justizministerium präsentierte den Biowaffenhandlanger Stephen Hadfield als Pausenklon und Verdächtigen. 2008 schob das FBI die Schuld allein auf Dr. Bruce Ivins. Ein einsamer Einzeltäter, Hadfield verklagte das US-Ministerium erfolgreich auf 5 Millionen Dollar Schadensersatz und Dr. Bruce Ivins brachte sich angeblich praktischerweise selbst um, bevor überhaupt er eines Verbrechens angeklagt wurde. Die Antragsfalschmeldung schlug mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sie brachte den Terroranschlag vom 11. September mit dem nachfolgenden Bio-Anschlag in Verbindung, der schnell mit Saddam Hussein und dem Irak in Verbindung gebracht wurde. Diese Assoziation war in den Köpfen vieler Amerikaner während der Vorbereitung des US-Irak-Krieges noch sehr präsent. Dr. Bruce Ivins hat angeblich als psychisch Kranker jahrzehntelang bei der US-Armee gearbeitet. Während des Tatzeitraums von April 2000 bis Februar 2002 war Ivins zum Impfstoffhersteller Bioport abkommandiert. Bioport hatte das Monopol auf den Anthrax-Impfstoff, verdiente ein Vermögen und nannte sich dann Emergent Biosolutions. Heute wird dort Corona-Impfstoff hergestellt, für viele bekannte Marken. Also es hat absolute Aktualität. Daher kommt der Corona-Impfstoff. In meinem Buch Game Over Anthrax 01 Covid-19 belege ich, dass Ivins weder Selbstmord noch die Einzeltäterschaft nachgewiesen wurde. Dr. Bruce Ivins ist nicht der verrückte Einzeltäter. Die wahre Terroristengruppe von Anthrax 01 ist heute in Covid-19 aktiv. Es ist teilweise so, dass die gleichen Täter, denen ich die Vertuschung im Fall Dr. Bruce Ivins nachgewiesen habe, heute aktiv sind. Werden Verbrecher bekannt, haben sie ausgespielt. Im Buch Game Over werden die Gesichter der Täter und ihre Taten öffentlich gemacht. Deswegen ist es so wichtig. Und es werden Buchpaten gesucht, um diese Beweise allen Parlamentariern, allen Abgeordneten und sowie Behördenchefs und auch Verbandschefs per Einschreiben zuzusenden. Keiner soll diesmal sagen, er hätte es nicht gewusst. Keiner soll diesmal sagen, er hätte es nicht gewusst. Deswegen bitte ich darum, um Hilfe unter buchpate@wirkraft.net. Sie können Buchpatenschaften eingehen, wirkraft.net/buchpate. So, das nächste Slide. Dies ist also der Hintergrund dazu. Und die Beweise sind in dem Buch enthalten. Es ist im Moment auf Deutsch verfügbar
und kommt bald auch auf Englisch raus. Das Wichtige ist kriminelles Vorwissen, denn das ist sozusagen der Schlüssel davon, nicht? Und auch die Fabriken, in denen das hergestellt wird, sind eigentlich der Schlüssel dazu, denn die kann man nicht so schnell eigentlich hochbauen. Ja? Und Sie haben sich alle gefragt, wie ging das eigentlich so schnell? Ja, Emergent BioSolutions, die Firma, bei dem der angebliche Einzelterrorist Dr. Bruce Ivins zum Tatzeitraum von 2000 bis 2002 direkt gearbeitet hat, die hatte das Monopol auf den Anthrax-Impfstoff und hat ein Vermögen damit gemacht, ja? Nachdem die Anschläge passiert sind. Aber er ist ja offiziell der Einzeltäter. Nun ja, und heute macht Emergent BioSolutions die Covid-Impfstoffe für AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax und andere. Ja? Hat also ein Fastenmonopol dort. Und das ist wichtig, dass Sie dort verstehen, können wir diesen Verbrechen dann wirklich vertrauen? Also bevor Sie sich halt den Impfstoff geben oder Ihren Kindern, er kommt größtenteils von bewiesenen Kriminellen. Ja, und da muss man fragen, wer sind denn die Direktoren davon? Und da greife ich nur zwei Personen schnell raus. Das ist Fuad El-Hibri, ein Deutsch-Libanese, in Hildesheim geboren, und Admiral William Crow, der höchste Soldat der USA, der von der Reagan-Mafia, nämlich von Ronald Reagan und Edwin Meese, zum höchsten Soldaten der USA gemacht worden ist. Der Herr über alle US-Biowaffen hatte sich privat den Impfstoffhersteller für Anthrax kaufen können. Und nur kurze Zeit später passieren die Anthrax-Anschläge. Und das Material kommt bewiesener und zugegebenermaßen vom US-Militär. Verstehen Sie? Ich habe es in vielen Interviews schon kostenlos dargelegt. Deswegen werde ich hier heute dort nicht halt zu sehr eingehen. Aber ich möchte Ihnen trotzdem noch einen wichtigen Beweis auch noch liefern, weil das ist so der fallende Dominostein in der ganzen organisierten Kette. Und es handelt sich um einen medizinischen Kollegen, den Arzt Dr. Richard Tubb. Er war der Leibarzt des US-Präsidenten George Bush. Und ja, er hat in dieser Eigenschaft, hat er am Tag des 11. September das Gegenmittel zu Anthrax ausgegeben. Ja? Und zwar im Präsidentenflugzeug Air Force One, kurz nachdem die Anschläge passiert sind. Und das war kriminelles Vorwissen, denn erst 3 Wochen später konnte man überhaupt wissen, dass es einen Biowaffenanschlag gegeben hat. Er hatte damit eindeutig kriminelles Vorwissen. Und Sie sehen hier auf dieser Zeitachse, wie war denn das nochmal? Die ersten Terrorbriefe, die kamen halt am 8. September in Florida an. Ja? Robert Stevens war das erste Opfer. Und nach dem 11. September kamen weitere Briefe an. Ja? Und Robert Stevens hatte die ersten Krankheitsanzeichen am 27. September. Die Inkubationszeit, also die Zeit, bis halt also diese Bakterien in der Lunge wachsen und Krankheitssymptome überhaupt machen, ist bis zu 43 Tage. Und das ist Wissenschaft, das ist belegt. Nun ja, und die Diagnose Lungenanthrax war am 4. Oktober 2001. Und das war eine medizinische Sensation, denn 25 Jahre gab es keinen Fall von Lungenanthrax in den USA. Und einen Tag später ist er gestorben. So. Und Dr. Richard Tubb hat schon tatsächlich das Gegenmittel Ciprofloxacin gegeben, ja? Er war der Leibarzt von George Bush und es ist belegt, ja, sogar öffentlich im Magazin Politico, weil es schon so durchgesickert war, er hat es der Regierungsmannschaft gegeben, 3 Wochen zu früh. Und das ist kriminelles Vorwissen. Gut, und der Punkt ist, dass er danach 2013 zum Vorstand gemacht worden ist, zu einem Tabakkonzern, British American Tobacco. Und die hatten auch wieder kriminelles Vorwissen zu Corona, zu Covid-19. Wichtig aber noch einmal ist, wenn wir sehen, okay, der hat dieses Gegenmittel, das Antibiotikum Ciprofloxacin gegeben gegen Anthrax, 3 Wochen zu früh. Ja, war das vielleicht nur Vorsorge, Prophylaxe? Nein.
Denn die Nebenwirkungen dieses Medikaments sind so stark, dass sie Halluzinationen haben, psychotische Reaktionen, Verwirrtheitszustände. Und wollen Sie das für die Männer an den Atomsprengköpfen? Ja? Nein. Sogar nach wissenschaftlicher Aussage 44% aller Personen, die das halt in der Art bekommen, werden aufs Klo geschickt. Und möchten Sie in einer solchen Situation die Hälfte der Regierungsmannschaft aufs Klo senden? Nein. Aber natürlich auch keine Halluzinationen und Verwirrtheitszustände für die Menschen an den Atomsprengköpfen. Deswegen, das war kriminelles Vorwissen. Und das ist wichtig. Ja, und danach, 2013, ging er als Vorstand zu dem Tabakkonzern. Und er kaufte dort 2014 eine Impfstofftechnologie, eine Firma, Kentucky Bioprocessing. Und die stellt was her? Corona-Impfstoffe aus genveränderten Tabakpflanzen. Ich scherze nicht. Ja, das ist Realität. 2017 wechselte er dann zur kleinen kanadischen Beratungsfirma Parallax und die berät Philip Morris, nicht? Marlboro, das kennen Sie. Und die hat auch eine Impfstofffirma, eine Biotechnologiefirma, Medicago. Und die stellen Corona-Impfstoff aus genveränderten Tabakpflanzen her. Die haben sogar jetzt eine Zulassung in Kanada dafür bekommen. Das ist Realität und ich habe es vorausgesagt. Und ich habe auch im Buch das abgedruckt mit den Original-Unternehmensdaten. Und das sehen Sie hier, das kommt von Kentucky Bioprocessing. Die hatten vor, in Unternehmenspräsentationen haben die gezeigt, heute wird noch Zigaretten hergestellt aus halt Tabakpflanzen und morgen machen wir daraus Impfstoff. Ja? Und das ist heute eingetreten. Und das habe ich auch schon vorher gesagt in kostenlosen Interviews, bevor überhaupt dieser Konzern es öffentlich zugegeben hat. Und jetzt fragen wir uns, wem gehört denn überhaupt Philip Morris? Wem gehört dann überhaupt Kentucky Bioprocessing und BAT, British American Tobacco? Ja? In Hamburg ansässig an der Außenalster Reynolds BAT. Tja, das ist die Europazentrale. Und es gehört den Banken. Und das haben wir genau aufgesetzt und gezeigt in diesem Buch auch. Und das, was Sie hier sehen, das sind die 17 größten Banken. Die haben alle über eine Trillion Dollar Investment. Ja? Das ist sozusagen die Definition. Und Sie sehen, das ist ja ein Netzwerk. Ja, die gehören sich gegenseitig. Das ist im Prinzip alles eins. Und diese Linien, die Sie hier gezeichnet sehen, die kommen aus der sozialwissenschaftlichen Forschung. Alle Belege, über 350 Quellen, sind in dem Buch drin. Professor Peter Phillips, ja, da können Sie das auch nachvollziehen und sehen. Jeder einzelne Strich, die Strichdicke, ist mit Zahlen belegt. Aber visuell können Sie es einmal schnell sehen. So sieht es aus. Das heißt, wir haben also one net of finance, ein Netz. Und das ist wichtig, dass wir heute verstehen, wie sind denn die Strukturen dahinter? Wem gehört das denn? Es gehört diesen Banken. Und deswegen ist das Buch wichtig, dass Sie auch die Hintergründe dann auch verstehen, wie die zusammenhängen. Ja? Und es gibt noch andere Strukturen, die das Ganze lenken. Facilitators. Ja, und Sie kennen wahrscheinlich das World Economic Forum von Klaus Schwab. Ganz wichtig, der Council on Foreign Relations, die Bilderberger, Trilaterale Kommission, die Heritage Foundation der Reagan-Mafia, sehr unbekannt, aber wissenschaftlich noch halt belegt, 2018 die Nummer 1 der Politiksteuerung. Ja? Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat Platz 17 bekommen in diesem Jahr. Das sind die Lenker. Und auch die Bill und Melinda Gates-Stiftung gehört dazu. Und dann gibt es noch die Schutztruppe, die Protectors. Es gibt es einmal wie die CIA, ja, wenn Sie gerade da in die Geschichte gehen, wie das eigentlich aufgesetzt worden ist. Wall Street Investment Banker, da stammt die CIA eigentlich her. Und auch die NATO. Ja. Und ich muss selber auch sagen, ich war Offizier der deutschen Bundeswehr. Ich gehörte zur Schlägertruppe des organisierten Verbrechens an. Und heute wird auch noch
ein Kamerad hier auch noch sprechen, ein ehemaliger Major der Bundeswehr, und wird ihnen auch da sagen, wie das Ganze gewesen ist. Angriffskriege sind verboten. Ja? Und deswegen sage ich das auch allen Kameraden, auch allen Beamten und Polizisten, nicht? Und auch allen Soldaten. Machen Sie nicht damit bei der Schlägertruppe der Mafia. Ja? Und ich war auch jung. Ich war auch jung und hatte das damals noch nicht verstanden dazu. Aber trotzdem, nicht? Auch jetzt Syrienkrieg, völkerrechtswidriger Angriffskrieg, ein Major AD Pfaff wird es heute noch erläutern. Ja, und dann gibt es noch die privaten Sicherheitsdienste, G4S, etwa 100.000 Mann unter Waffen, privat. Ja? Die bewachen übrigens auch die Atomwaffen. Und dann gibt es ganz wichtig die Propagandaabteilung, ja? Die großen Konzerne, Time Warner, Viacom, Bertelsmann Media aus Deutschland gehört dazu und auch die großen PR-Firmen, ja? Wie Omnicom und Interpublic Group. So, und wie passt das alles sozusagen zusammen? Im Buch ist es auch erläutert und aufgeführt. Sie sehen halt, diese vier Strukturen, ja, haben ja Personen, die mal auf der einen Seite sind, mal auf der anderen Seite, ja. Und das sind nur wenige Menschen, ja. Und in dem Buch sind sie auch namentlich genannt. Von den Banken zum Beispiel sind es 199 Personen, die alle namentlich auch mit ihren Herkunftsländern im Buch genannt sind. Wer sind diese Personen? Es sind die Manager des Ganzen. Ja? So, und jetzt ein Ausblick, was können wir tun? Wie können wir uns schützen? Und da habe ich einen konkreten Vorschlag. Und zwar, wir kreieren einen FBND, eine FCIA, einen freien Bürgernachrichtendienst, eine Free Citizens Intelligence Agency. Ja? Wir müssen es nur strukturiert zusammenholen, nicht? Auch seriös das Ganze zusammenfassen. Und wie machen wir das? Sie hatten vorhin schon gesehen, das Buch hat vier grafische Elemente. Und diese ganzen Aktionen, die Verbrechensvorhaben zum Beispiel, die können kurz auch in solchen Aktionen zusammengefasst werden, nicht? Wie Golf of Tonkin zum Beispiel, nicht? Oder die Brutkastenlöse. Und Sie sehen dort, Sie können es auf einen Blick dann sehen, dass man sich schnell orientiert. Wo ist es denn passiert? Und das ist die erste Fläche, ja? Ob Sie nun ein oder sechs Punkte auf dem Würfel haben. Eins für Europa, zwei für die USA, drei für Asien, vier Afrika, fünf Australien, fünf andere. Oder sechs andere, wenn Sie dann halt einen Mix zum Beispiel haben. Und die zweite Fläche, das ist die Orientierung, wo ist denn der Schwerpunkt dieser Aktion? Und Sie haben es gerade ja gesehen, nicht? Facilitators, Protectors, Ideologen, also Lenker, Schutztruppe und Propaganda zusammen, ja? Und auch Aufklärer, von wem kommt es? Und so können Sie sich schnell orientieren. Und das gibt letztendlich einen Code, ja, ich nenne ihn FCIA-Code, aus diesen Sachen. So haben wir eine klare Registrierungsnummer, um was wir uns eigentlich unterhalten. Und auch die Personen, wie Sie sehen, hatten eine Nummer, ein Symbol zugeordnet und auch die Unternehmen, von denen wir sprechen. Und so können wir das zusammenholen. Und Sie können auf wirkraft.net Kontakt aufnehmen, nicht? Und dass wir das wirklich klar machen. Denn ganz überzeugt, wir haben die beste Chance, seit über 100 Jahren dieses organisierte Verbrechen zu überwinden. Denn so viele Menschen wachen auf. Die Verbrecher pokern hoch, denn sie sind am Ende. Ihr Finanzsystem ist am Ende. Gute Redner wie Ernst Wolf, der auch hier in diesem Setting bei der AZK auch gesprochen haben, haben es ausgeführt. Auch andere, die zum Beispiel auch um den 11. September gesprochen haben, wie der Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser war auch eben hier, hat auch gesprochen. Hören Sie da drauf. Ja? So. Und jetzt möchte ich da noch einmal mit vorgehen, dass Sie sagen, okay, wer ist es denn heute? Welche Aktualität hat es? Und das ist wieder leider ein Deutscher, der das organisiert. Klaus Schwab.
Er ist der Leiter des World Economic Forums. Das ist sozusagen eine Casting-Veranstaltung, wie viele, die in Position geschoben werden, dort ausgebildet werden. Und tatsächlich haben wir es, ja, dass auch viele Staatschefs und Regierungsmitglieder heute vom World Economic Forum ausgebildet worden sind. Was wir verstehen müssen, ist, dass es ein langfristiger Prozess ist. Ja? Wie das Ganze ausgespielt wird, über Jahrzehnte. Und das müssen wir verstehen. Und Klaus Schwab hat auch ein Buch geschrieben, so wie das Buch Game Over, ja, ist sozusagen das Anti-Buch Covid-19, The Great Reset. Auf Deutsch Covid-19, der große Umbruch. Ich rate Ihnen, es zu lesen. Denn keiner soll sagen, er hätte es nicht gewusst. So wie auch damals ein Buch ja schon rausgekommen ist, ja, wichtig zum Zweiten Weltkrieg, und hinterher haben alle gesagt, ich habe nichts gewusst. Sie hätten nur das Buch lesen müssen. Und so müssen Sie heute leider auch das Buch von Klaus Schwab lesen, Covid-19, der große Umbruch, The Great Reset. Denn um was geht es dort? Es geht dort um eine Technokratie, um eine Techno-Diktatur eigentlich. Ja? Und auch mit Biowaffen tatsächlich noch gefördert, damit sie wieder Angst haben, damit sie sagen, ja, bitte mach das Ganze doch. Ja? Denn die Gesellschaft muss ja darauf vorbereitet sein. Und deswegen immer diese Vorübung wie der Event 201, wo halt die CIA und andere sich da direkt hingesetzt haben, nicht das Ganze von Covid-19 schon vorgeplant haben, die Beweise sind im Buch drin. Zu Anthrax gab es das auch. 3 Monate vor Anthrax haben die gleichen Täter, ja, sich und Organisationen sich zusammengesetzt und 3 Monate vorher schon das Anthrax-Szenario durchgespielt haben. Das ist die Operation Dark Winter. So, und genau das möchte ich Ihnen auch jetzt noch einmal halt auch noch mal vorführen. Denn diese Person, Edwin Meese, die rechte Hand von Ronald Reagan, ja, und der Personalchef von Donald Trump. Donald Trump hat Edwin Meese noch 2019 im Weißen Haus, im Oval Office, die höchste Medaille der USA umgehangen. Es ist also immer noch aktiv. Ja. Und am Kabinettstisch damals bei Reagan saß der Arzt Dr. Earl Brine. Tja, Lobotomie gefördert, in Vietnam schlimmste Verbrechen und auch Chef der Biowaffenfirma Hadron. Tja, und David Goergen hat auch gleichzeitig im Weißen Haus mitgearbeitet. Und David Goergen war auch Planer der Biowaffenübung Dark Winter. Nicht? Und er ist auch heute aktiv, er ist nämlich Vorstand in der Schweiz von der Klaus Schwab Stiftung. Ja? Es hat Aktualität. So, und so werden wir noch einen Film nochmal mit einspielen dazu, dass Sie sich in etwa vorstellen können und auch die Gesichter dort sehen. Und dieser Dokumentarfilm, den ich drehen lassen habe, der ist auch in Teilen in dem Dokumentarfilm von Robert F. Kennedy Jr.'s Buch und Dokumentarfilm The Real Anthony Fauci, der wahre Anthony Fauci, auch gezeigt worden. Ja? Kennedy und ich haben auch in Berlin vor einem Millionenpublikum am 29. August 2020 auch sprechen können. Ich habe ihn vom Flughafen abgeholt in Berlin. Wir sind zum Brandenburger Tor gefahren, haben dort kurz gesprochen, eine Pressekonferenz danach gemacht und dann vor über 1 Million Menschen in Berlin gesprochen. Ja? Ein Fest der Liebe, der Freiheit, nicht? Und wir werden das Ganze auch friedlich lösen, wie das viele auch wissen. Ja? Auch wenn wir danach gehindert worden sind. Ja, und der Punkt, einen Monat später, ist es ja eingeführt worden, am 26. September 2020 ging eine Jahrhundert Jahre alte Tradition in London zu Ende. Ich habe am Trafalgar Square, sprechen vor 50.000 Menschen. Die Polizei hat das Technikzelt gestürmt und ich konnte nicht sprechen. Am Speaker's Corner wollte ich sprechen und ich bin dann von der Polizei verschleppt worden. Die freie Rede ist wegen einer Ordnungswidrigkeit, ja, dort zu Ende gegangen. Und ich bin da in Isolationshaft gekommen. Und
Zum Glück haben viele protestiert und ich danke auch Ihnen, da die international halt an diesem Tag auch vor den Botschaften und Konsulaten von Großbritannien da gewesen wären. Ansonsten würde ich vielleicht immer noch im Gefängnis sitzen, so wie Julian Assange. Solange Julian Assange nicht frei ist, gibt es keine Pressefreiheit. Ja? Auch das nochmal klar gesagt. Aber nun zurück zu diesem Video. Film ab. Ein weiterer Tag des Keimkrieges und immer noch kein Zeichen. Der schlimmste Fall von Bioterrorismus in diesem Land steht kurz vor der Lösung. Ein kompletter Suchlauf nach den Spuren von... Am sechsten Tag der Pockenepidemie bestätigte das Weiße Haus... Diesen Anthrax, du stirbst jetzt, hast du Angst, guck für Amerika... Wir sind im Begriff, in einen dunklen Winter zu gehen. Ein dunkler Winter. Wir haben dieses Ereignis vor 20 Jahren. Es gab eine Panik vor einem tödlichen biologischen Kampfstoff. Wie heute Corona, Corona, Corona. Vor 20 Jahren gab es Milzbrand, Milzbrand, Milzbrand. Guten Morgen. Präsident Bush versucht, die Nation zu beruhigen, nachdem aufgrund von Anthrax eine Einrichtung gegründet wurde, die E-Mails bearbeiten, die ans Weiße Haus gerichtet sind. Dies basierte auf einem Bakterium namens Bacillus anthracis und es passierte im September 2001. Und es kam heraus im Oktober 2001 mit einem Bioangriff mit Postbriefen, die an hochrangige Journalisten und hochrangige Parlamentarier geschickt wurden. Und der erste Brief wurde an ein Medienunternehmen namens Amy in Florida geschickt. Und das war um den 11. September herum. Interessant. Aber diese Massenpanik, die dann durch die Regierung und die Medien kreiert wurde, war Anthrax, 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 heute Corona, Corona, Corona. Nun, ja, sie haben ein Gesetz geschaffen im Dezember 2001. Und das ist fast genau das Gesetz, das jetzt in Deutschland am 18. November 2020 geschah. Und dies war der The Model State Emergency Powers Act mit dem Entwurf vom 21. Dezember 2001. Es sieht also so aus, als ob das Anthrax-Ereignis im Jahr 2001 wie eine Vorlage für dieses Coronavirus in 2020 ist. Und wir haben viele andere Ähnlichkeiten und Codewörter. Interessanterweise wissen wir vom Anthrax, ja, es war kein ausländischer Angriff, es war ein inländischer. Und dies ist ein Beamter in der Regierung der Vereinigten Staaten, der sagte, okay, dieser Anthrax-Angriff war kein ausländischer Angriff, es war ein inländischer Angriff. Denn im Dezember 2001 gab es eine bedeutende Untersuchung und es stellte sich heraus, dass das Anthrax zu 100% aus einem Labor der US Army stammte. Die Regierung gab dies zu. Was passierte also? Die gesamte Panik der Massenmedien ging von 100% auf 0% zurück. Die meisten Leute wussten es nicht. Sie können sich nicht an das Anthrax erinnern. Sie wissen, ja, da war irgendwas. Am sechsten Tag der Pockenepidemie bestätigte das Weiße Haus, dass Regierungsbeamte und Militärpolizei geimpft werden. 300 Menschen sind gestorben, mindestens 2000 sind mit Pocken infiziert. Pockensymptome werden in 15 Staaten gesehen. Auch in Kanada, Mexiko und England wird die US-Pocken-Impfstoffversorgung fortgesetzt. Die Impfstoffversorgung schrumpft kontinuierlich, da Beamte versuchen, begrenzte Lagerbestände auf die gesamte Nation auszudehnen. Dennoch übernimmt keine Gruppe die Verantwortung für die Freisetzung des tödlichen Pockenvirus. Aber NCN hat erfahren, dass der Irak möglicherweise die Technologie hinter dem Angriff bereitgestellt hat an terroristische Gruppen mit Sitz in Afghanistan. Es gab einige Ähnlichkeiten, weil da zuvor, 3 Monate vor den Anthrax-Angriffen, im Juni 2001, eine Simulation durchgeführt wurde. Ähnlich zum Event 201.
Ja, hier im Sommer 2019, also nur 3 Monate vor dem Corona-Ausbruch. Der Plan ist fast der gleiche. Da war die CIA, also saß der zentrale Geheimdienst am Tisch. Sie machen es offen, das ist der Trick. In beiden Simulationen, 2001 und 2019. Zusammen mit den gleichen Leuten, so die John Hopkins Universität. Sie sind an beiden beteiligt. Also sitzen wir am Tisch, ja, und es war derselbe Mann. Thomas Ingleby, er saß in der Dark Winter Simulation und... Was ist der Dark Winter? Nun, Dark Winter war der Name der Simulation im Jahr 2001, bevor diese biologische Bedrohung in der Realität geschah. Und sehr interessant ist, dass es einen Mann vom Dark Winter gibt, einer der Planer ist, der die Verbindung zum Great Reset von heute hatte. Wir wissen, was jetzt los ist, der finanzielle Great Reset von Klaus Schwab. Die Covid-19-Krise hat uns gezeigt, dass all unsere alten Systeme für das 21. Jahrhundert nicht mehr geeignet sind. Jetzt sind die historischen Momente der Zeit, um nicht nur schwere Viren zu bekämpfen, sondern auch das System zu gestalten, in dem wir einen neuen Gesellschaftsvertrag aufbauen können. Kurz gesagt, wir brauchen einen Great Reset. Wir müssen alle Bestandteile unserer globalen Gesellschaft mobilisieren, um zusammenzuarbeiten. Wir dürfen dieses einzigartige Fenster der Gelegenheit nicht verpassen. Und gibt es eine direkte Verbindung zwischen Dark Winter und Klaus Schwab? Ja. Unser Name ist Mr. David Gergen. Er war der Planer des Dark Winters. Er saß am Tisch mit dem Geheimdienst, mit der John Hopkins Universität und jetzt sitzt er im Vorstand der Klaus Schwab Stiftung. Und die Klaus Schwab Stiftung steht natürlich hinter oder hat eine Verbindung zu diesem sogenannten Great Reset. Ja, genau. Nun, Klaus Schwab hat ein Buch geschrieben. Der Trick ist es, es öffentlich zu machen. Er schrieb ein Buch in Englisch mit dem Titel Covid-19, The Great Reset. Es ist übersetzt ins Deutsche, Corona, der große Umbruch. Es ist wirklich das Buch, zu lesen wie in den 1920er und 1930er Jahren. Da ist ein Buch herausgebracht und niemand sollte sagen, dass er nichts über das Buch wusste. Und es ist Klaus Schwab. Und hier ist die Organisation, die zu diesem Mammut gewachsen ist, Macht. Und hat enormen Einfluss auf die Verbesserung des Zustands der Welt. Wie ist der Zustand der Welt heute aus Ihrer Sicht? Wir sind viel zu sehr rückwärtsorientiert oder krisenmanagementorientiert und haben nicht mehr viel Zeit, um unsere Zukunft wirklich zu gestalten. So kommt vielleicht das Forum herein. Wie wir gesehen haben, kommen viele Grippeschrecken zusammen. Wir haben keine super gute Antwort darauf gehabt. Die paradigmatischen Beispiele sind Pocken für eine absichtlich verursachte Sache, dass es eine Simulation namens Dark Winter gab, die nicht sehr gut herauskam. Pocken erzielten 1 und die Menschheit 0. Und das Codewort Dark Winter, was Joe Biden letztes Mal angekündigt hat... Das ist derselbe Typ, der dir gesagt hat, dass du dir keine Sorgen machen sollst, dass wir das im Sommer beenden werden. Wir sind im Begriff, in einen dunklen Winter zu gehen. Ein dunkler Winter. Und er hat keinen klaren Plan und es gibt keine Aussicht. Ich glaube, dass Präsident Donald Trump mit den gleichen Worten darauf antwortet. Interessanterweise habe ich keinen Plan für einen dunklen Winter und überhaupt öffnen wir unser Land. Wir haben gelernt und studiert und die Krankheit verstanden. Redenschreiber raten ihren Kandidaten, nicht die Worte ihres Gegners zu wiederholen. Aber Donald Trump tat dies. Joe Biden sagte in vielen Reden, es kommt ein sehr dunkler Winter. Wir stehen immer noch vor einem dunklen Winter. Und Donald Trump wiederholte dies. Aber wir werden nicht in einen dunklen Winter eintreten. Ich weiß nicht, ob ein dunkler Winter kommt. Interessante Wortwahl. Folgen Sie einfach dem, was Sie gerade beschrieben haben über Event 201 und Dark Winter in 2000. Dann bitte ich den Film einmal zu stoppen. Ganz wichtig, diese Dokumentation Dark Winter, dunkler Winter, der ist auf Deutsch übersetzt worden, auch im Original auf Englisch verfügbar, frei und kostenlos. Sie müssen Odyssey, BitChute oder andere nehmen, weil YouTube hat alles gelöscht. Hier sind die Beweise drin. Und ja, Robert F. Kennedy Jr.
hat auch halt das Bildmaterial mit verwendet in seinem Dokumentarfilm. Ich kann auch sein Buch halt sehr empfehlen zu Dr. Fauci, der auch halt in meinem Buch mit erwähnt werden. So sind die Netzwerke und so ist es wirklich. Deswegen rufe ich wirklich alle verantwortlichen Väter und Mütter auf, die ihre Kinder schützen wollen. Kommen Sie bitte zusammen. Ja? Nehmen Sie diese Verantwortung wahr. Es sind einfach nur Verbrecher. Ja? Und wir können das Ganze überwinden. Ich weiß, es ist psychologisch bedrohlich, aber ja, wir können es zusammen halt leisten. Ganz wichtig ist dazu, es gibt jetzt, wie gesagt, ein Buch, in dem die Beweise zusammengefasst sind, auch die übergeordneten Strukturen. Und das ist das, was natürlich die Kriminellen an den Strippen nicht sehen und nicht wissen wollen. Nochmal, ich habe heute nochmal dargelegt, Ronald Reagan, der US-Präsident, ist mit Hilfe der Mafia ins Abgrund gekommen. Quelle, das erste deutsche Fernsehen, die ARD, Mainstream-Medien. Nur es wird Ihnen 28 Jahre später gesagt. Ich kann Ihnen heute sagen, was wirklich bedrohlich ist. Und das sind die Biowaffen. ABC. Ja? Atom, Biologie, biologische Waffen und chemische Waffen. Und wir sind heute im Zeitalter der Biowaffen. Technisch sind diese Leute in der Lage dazu. Und es ist bedrohlich. Und sie machen es Stück für Stück. Das Zeitalter der Biowaffen hat mit Anthrax im September 2001 angefangen. Und wir befinden uns dort drin. Deswegen ist es wichtig, dass wir sagen, nein zum organisierten Verbrechen. Wir arbeiten nicht mehr für sie. Wir kaufen nicht mehr bei ihnen. Und die Beweise und Belege sind in dem Buch halt enthalten. 450 Seiten, zwei DVDs. Und ich bitte darum, wir brauchen Unterstützung, dass wir tatsächlich auch diese Beweise auch an die Parlamentarier geben können, dass wir das verschicken an sie, dass keiner mehr sagen kann, er hätte es nicht gewusst. Auch die Verbandschefs, nicht? Von ärztlichen Verbänden, Unternehmenverbänden, müssen das haben. Keiner darf mehr sagen, er hätte es nicht gewusst. Deswegen brauchen wir auch die finanziellen und organisatorischen Ressourcen, um das auszusenden. Und kommen Sie zusammen und kreieren Sie mit uns in einem freien Netzwerk den freien Bürgernachrichtendienst systematisch dazu. Ich werde Ihnen versprechen, ich werde da nicht aufhören dazu, denn ich bin Vater, ja? Und wir haben die Verantwortung dazu. Ich bin auch Offizier, Reserveoffizier, ja? Und wir haben die Verantwortung dazu. Und deswegen, auch wirklich alle Männer in der Welt, wollen Sie in den Spiegel schauen, ja? Oder wollen Sie sich wegducken? Und das ist auch nicht gesund, das kann ich Ihnen als Arzt sagen. Seien Sie kein Untertan, kein Sklave, seien Sie frei, friedlich, aber auch bestimmt mit Zivilcourage. Und das können wir zusammen leisten. Vielen, vielen herzlichen Dank auch für die Organisation heute. Live gesendet in 38 Ländern, live übersetzt in 12 Sprachen. Das ist eine große Leistung auch dieser Organisation. Menschen mit gutem Herzen. Ja? Wir brauchen viele unterschiedliche Kompetenzen dazu. Und deswegen nehmen Sie Kontakt auf heiko@wirkraft.net und die Website auch wirkraft.net/Buchpate. Wir brauchen die Unterstützung. Herzlichen Dank. Danke. Herzlichen Dank. Das war fantastisch. Ich denke, jetzt ist das Buch gerade weg, aber ich denke, das sollte man von einer Pflichtlektüre sprechen. Ja? Game over, Pflichtlektüre, allem voran für Politiker, wir haben es gesehen. Und ich glaube, jetzt müssen wirklich alle raus aus den Schrebergärten, oder? Ja, in der Tat. Ja? Verantwortung übernehmen. Wenn man alles vergiftet ist, kannst du auch den Kraut nicht mehr brauchen. Also wir müssen das eine tun, das andere nicht lassen.
setzt euch wirklich dafür ein, dass dieses Buch zu den Politikern kommt. Und je mehr persönliche Kontakte wir haben, desto besser. Ich habe kaum je so eine gründliche Recherche, so tief, das muss man mehrmals durchhören, bis man das überhaupt begreift. Also herzlichen Dank nochmal für diese gewaltige Vorarbeit. Wir helfen mit. Danke. Dankeschön. Heiko Schöning.